Ihr Lieben, ich habe ein Interview geführt und zwar mit Julian Reichelt. Ich habe mich ganz bewusst ausschließlich auf das Thema Corona und Aufarbeitung konzentriert, weil, wie ihr wisst, Corona ist der Grund, warum ich hier sitze, beziehungsweise war das so ausschlaggebend dafür, dass ich jetzt die Arbeit mache, die ich mache. Ja, da sind einfach noch offene Fragen, Aufarbeitung muss noch passieren. Dementsprechend, es ging nur um Corona und ich dachte, ich höre mir mal seine Sicht dazu an. Viele von euch schreiben, wenn ich was zu diesem Thema online stelle, immer runter, der Julian Reichelt, der hat doch mitgemacht, der war doch auch für die Impfung. Und das wollte ich ernst nehmen, das habe ich ernst genommen, das nehme ich sehr ernst. Dementsprechend habe ich mir den Herrn Reichelt mal vorgeknöpft und ihm einfach mal Gelegenheit gegeben, wirklich nur zu sprechen, wenige Unterbrechungen von mir, einfach mal hören, was er dazu zu sagen hat und tatsächlich sogar auch zu seiner Zeit, als er noch Chefredakteur bei der Bild war und wie das dann alles dem Ende, wie das dann alles zu Ende ging. Das fiel ja auch alles in die Corona-Zeit mit rein. Dazu hat er auch ein bisschen was zu sagen. Hört euch das Interview an und ich freue mich dann auf euer Feedback. Du sprichst dich ja jetzt schon lange ganz offen dagegen aus, wie während Corona Politik gemacht wurde. Im Dezember 2021 zum Beispiel, da hast du gesagt, die Impfpflicht, die nun kommen soll, ist der größte politische Wortbruch in der Geschichte der Bundesrepublik. Das war jetzt auf Twitter zum Beispiel. Findest du, der politische und auch der gesellschaftliche Umgang mit der Corona-Krise damals und mit den Menschen, die sich nicht haben impfen lassen, wurde der mittlerweile genug aufgearbeitet? Nein, in keiner Weise. Der gesellschaftliche Umgang mit Minderheitsmeinungen oder abweichenden Meinungen in der Corona-Krise war, würde ich sagen, ein Tiefpunkt, ein tiefstmöglicher Tiefpunkt in der deutschen demokratischen Geschichte. Der war geprägt von Einschüchterung, der war geprägt von Unterdrückung von Meinung, der war geprägt von Ausgrenzung und er war vor allem geprägt von einer Voodoo-Ideologie, die sich im Nachhinein an unzähligen Punkten, die uns als lebens- und überlebenswichtig geschildert geschildert wurden, von denen wir heute wissen, dass sie schlichtweg nicht gestimmt haben, nicht funktioniert haben, nicht nötig gewesen wären. Und das Schlimme ist, bei sehr vielen dieser Punkte war schon damals erkennbar, dass sie nicht nötig oder nicht wirksam waren. Mein bleibender Eindruck von der Pandemie ist und wird vermutlich für immer bleiben, unser Artikel 1 im Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, hat keinen Bestand, wenn ein politisch-mediales Establishment das so entscheidet. Die Würde des Menschen war antastbar, massiv antastbar. Die Würde des Menschen war nicht mehr die leitende Kategorie dieses Staates in dieser Pandemie. Und wenn Artikel 1 fällt, fällt alles, was danach kommt. Und Artikel 1 ist in dieser Phase gefallen. Und die nachfolgenden Rechte, Demonstrationsfreiheit, sind auch gefallen. Und das würde eigentlich nach einer massiven Aufarbeitung im Interesse von uns allen verlangen. Zumal es ja heute auch für nahezu mit etwas Abstand, mit etwas mehr Gelassenheit für jedermann erkennbar ist, dass dort Dinge geschehen sind, die absolut haarsträubend waren und die wir uns alle niemals hätten vorstellen können. Wenn wir die Videos heute sehen, wenn wir die Prügelszenen sehen, wenn wir sehen, wie Jugendliche fast von Polizeiautos überfahren wurden, in Jagdszenen, weil sie sich gehighfived haben. Wir alle hätten das niemals für möglich gehalten und es wäre wichtig, das aufzuarbeiten. Die wahre Corona-Leugnung, und das ist die Leugnung, dass es diese Maßnahmen in furchterregendem Ausmaß überhaupt gab. Die Leute, die sie am energischsten und emotionalsten propagiert haben, tun heute so, als hätte das nicht existiert. Nein, es wurde niemand niedergeprügelt auf Demonstrationen. Man konnte jederzeit demonstrieren. Das ist das, was uns heute erzählt wird. Es findet eine Leugnung der Corona-Politik statt. Das Problem ist nicht Leugnung von Corona. Mag es geben, dass irgendwo hier und da Menschen sagen, das Virus existiert nicht. Das Problem, was wir heute haben, ist die Leugnung, dass diese Maßnahmen, diese Politik stattgefunden hat. Das ist ein massives Problem. Und das zweite Phänomen, das ich sehe, ist, dass man nicht etwa sagt, da sind schon Dinge gewaltig schiefgelaufen damals, das darf so in einer Demokratie sich nicht wiederholen. Oh nein, das Gegenteil ist der Fall. Maßgebliche Teile des politischen Establishments sagen, naja, wir haben ja in der Pandemie gelernt, wie man Meinungen unterdrückt. Wir verfeinern diese Mechanismen.
wir hinterfragen sie nicht, wir arbeiten sie nicht auf, wir klären sie nicht auf, wir übernehmen dafür nicht Verantwortung. Nein, die waren so hilfreich im politischen Diskurs, wir verfeinern sie und wir wenden sie wieder an. Und ich finde, das ist etwas, was man inzwischen sieht, was bei Corona noch Wochen und Monate gedauert hat, die Unterdrückung gewisser oppositionelle Einstellung funktioniert inzwischen in Echtzeit, funktioniert inzwischen von Tagen, in Tagen. Die Bauern wollen gegen die Regierung demonstrieren, innerhalb von Tagen, innerhalb von Stunden sind die Mechanismen wieder da. Framing, rechtsextrem, darf man nicht sagen, wer mit denen marschiert, muss sich fragen, ob er selber noch im Demokrat und so weiter. Meinst du, das ist ein bewusstes Learning? Das ist ein ganz bewusstes Learning. Die Politik, weite Teile der Politik, nicht alle, es gibt auch Menschen, die sich da sehr nobel um Aufklärung bemühen, aber weite Teile der Politik, besonders diejenigen, die es mit freiheitlichen Ideen eh nicht so haben, haben aus der Pandemie gelernt, wie es geht. Wie unterdrücke ich so effektiv und so schnell und so hart und so rücksichtslos wie möglich Meinungen? Das ist deren Learning aus der Pandemie. Es gibt dafür internationale Vorbilder. In England gibt es eine Kommission, die sich mit den Maßnahmen in der Pandemie, dem Verhalten von Politikern in der Pandemie beschäftigt. Es hätte einfach den Mut gebraucht, ich sage aus dem Parlament heraus, nicht aus der Regierung heraus, sondern aus der Vertretung des Volkes heraus, eine Kommission aufzusetzen von Menschen, die sich nicht scheuen, kritisch zu denken, Unbequemes auszusprechen, die sich in allererster Linie zutiefst den ersten Artikeln unseres Grundgesetzes verpflichtet fühlen, die ein tiefes inneres Verständnis haben, dass diese Grundrechte im Grundgesetz Abwehrrechte gegen den Staat sind. Diese Rechte sagen mir, was der Staat mir nicht antun darf. Diese Grundrechte sind da, um mich vor dem Staat zu schützen und nicht den Staat vor meiner Meinung. Und es gibt Menschen, es gibt Juristen, es gibt Politiker, die dieses tiefe Verständnis haben. Und das hätte, ich glaube nicht mehr, dass es noch passiert, das hätte im Vordergrund von wahrer Aufklärung stehen müssen. Wie konnte es passieren, dass wir Väter nicht zu ihren gebärenden Frauen gelassen haben? Wie konnte es passieren, dass wir Eltern nicht an das Krankenbett ihrer Kinder gelassen haben, gemeinsam? Wie konnte es passieren, dass wir alte Menschen alleine und einsam haben sterben lassen? Wie konnte es passieren, dass wir Demenzkranke in den Tod getrieben haben, weil sie auf einmal nicht mehr das Umfeld hatten, weil auf einmal niemand mehr zu ihnen durfte? Wie konnte es passieren, dass die letzte Umarmung durch Plastikumhänge geschehen musste? Wie konnte es passieren, dass die letzte Berührung in Anführungsstrichen durch Plexiglasscheiben geschehen musste? Wie konnte das passieren? Wie konnten wir glauben, dass uns das beschützt? Und wie konnten wir das über zwei Jahre lang durchziehen? Ich glaube, es gibt immer noch ein Riesenbedürfnis, das aufzuarbeiten. Ich kenne viele Menschen, die es gerne mal erklärt hätten und die auch tatsächlich gerne eine Entschuldigung hören würden oder eine Bitte um Verzeihung für die Frage, wie konnte es sein, dass ihr unsere Angehörigen alleine habt sterben lassen? Wie konnte das sein? Ich glaube, das eigentliche Problem bei der Aufklärung, was der Aufklärung am meisten entgegensteht, ist das Phänomen, dass es sozusagen keine Schiedsrichterfunktion darüber gibt. Jemand, der aus halbwegs objektiver Position heraus sagt, okay, das war falsch, wir müssen darüber sprechen. Es gibt diese objektive Position, das war falsch, nicht, sondern es gibt halt zwei hochemotionalisierte Lager. Ich persönlich glaube, dass das Lager, das vieles dieser Maßnahmen für falsch hält, die deutlich besseren Argumente hat. Aber es gibt eben auch sehr mächtige Medien, die ja auch umkehren müssten. Und Umkehr ist einfach nicht die größte Stärke von Menschen. Wessen Aufgabe wäre es, genau dieser vermittelnde Moderator zu sein? Dieser vermittelnde Moderator existiert nicht mehr, weil die Medien, große weite Teile der Medien in der Pandemie auf besonders erschütternde Weise sich nicht befohlen, nicht gleichgeschaltet, sondern vielleicht ist das sogar noch schlimmer, eigenmächtig und freiwillig entschieden haben, Teil
der Mächtigen zu werden. Sie haben sich entschieden zu vollstrecken, was die Mächtigen entscheiden. Das war das Phänomen, das war das Medienphänomen in der Corona-Zeit. Und der Treiber von Übernahme von Verantwortung sind in freien Ländern immer die Medien gewesen und die Medien haben diese Rolle hergeschenkt. Die Medien haben eines dieser populären Achtsamkeitsnarrative übernommen. Wir wollen jetzt nicht zurückblicken, sondern wir wollen nach vorne blicken. Die Übersetzung davon ist natürlich, ich möchte keine Verantwortung übernehmen, sondern ich möchte, dass wir das alles schön vergessen, was ich hier gemacht und angerichtet habe und in meinem Amt bleiben und vielleicht sogar zu noch höheren Ämtern aufsteigen. Und gesunde Medien widersetzen sich dem Narrativ, wir wollen nicht nach hinten, sondern nach vorne blicken. Gesunde Medien blicken nach hinten und schauen, was da passiert ist. Gesunde Medien verfallen nicht dem konstruktiven Journalismus, der sagt, wir wollen jetzt alle mal gucken, wie es in Zukunft besser gehen könnte, sondern sie schauen, was falsch gelaufen ist. Aber davon haben sich weite Teile der deutschen Medien verabschiedet. Insofern gibt es diesen Treiber für Aufarbeitung einfach nicht mehr. Sollten sich impfen lassen, das ist meine Meinung. Ich finde auch, dass das die Pflicht von Lehrern ist, sich impfen zu lassen, wenn sie für diesen Staat arbeiten und diese Aufgabe angenommen haben. Warst du für eine Impfpflicht bei Lehrern? Nein. Ganz entscheidender semantischer Unterschied. Ich sage in diesem Video in einer Debatte, die damals extrem hitzig war und die mich bis heute extrem bewegt, etwas, wozu ich bis heute komplett stehe. Es ging darum, wer soll sozusagen im Schulbetrieb den Schutz vor dem Virus übernehmen. Wem lasten wir das auf? Und die Antwort dieser Gesellschaft war furchterregenderweise, wir lasten es komplett den Kindern auf. Die Kinder sollen Sportunterricht mit diesen Masken machen und diesem ganzen Wahnsinn. Die sollen sich irgendwelchen Abstandshalterregimen und so weiter unterwerfen. Wir haben das ganze Management der Infektionsketten den Kindern, 8-, 9-, 10-Jährigen, teilweise jüngeren Kindern aufgebürdet. Und in dieser Debatte ging es für mich darum, und so sehe ich das bis heute, es gibt Situationen großer, auch gesundheitlicher Unsicherheit, ja? Gesellschaftlicher Unsicherheit. Und die Last solcher Ausnahmesituationen haben die Erwachsenen zu tragen, nicht die Kinder. Bevor ein einziges Kind, und das ist bis heute übrigens meine Meinung, eine Maske trägt, seinen Mitschülern nicht mehr ins Gesicht gucken kann. Man darf das alles nicht vergessen. Nicht mehr singen darf im Unterricht, weil es angeblich Aerosole, dass in Grundschulklassen Happy Birthday gesummt werden musste, weil es weniger Aerosole ausschüttet. Bevor man Kindern dieses Regime auflastet, bevor man ihnen diese Art von Angst einjagt, bevor man sagt, wenn du dich nicht an die Regel hältst, dann bringst du Oma um oder deinen Mathelehrer. In der Situation habe ich gesagt, ich bin der Meinung, dass Lehrer sich impfen lassen sollten, um Kinder davon zu entlasten. Deswegen habe ich gesagt, ich bin der Meinung, dass Lehrer sich impfen lassen sollten. Und ich habe gesagt, ich finde sogar, sie haben die Pflicht, sich impfen zu lassen. Das ist aber etwas vollkommen anderes, als zu sagen, ich finde, es braucht eine Impfpflicht. Das heißt, das in der Praxis, wie hättest du damals reagiert auf eine junge Lehrerin, vielleicht sogar Lehrerin deiner Kinder, die gesagt hätte im persönlichen Gespräch, ich lasse mich nicht impfen? Wie ich auf eine Lehrerin. Ja, genau. Was hättest du jetzt nur als Beispiel, um das mal in die Praxis quasi weiterzutragen? Nein, damit habe ich überhaupt gar kein Problem. Wie ich mit keinem Menschen ein Problem habe, der sich nicht impfen lässt. Im Gegenteil, ich glaube, wir sind tatsächlich Deutschlands ungeimpfteste Redaktion und waren das von Anfang an. Ich hätte dann nur die Erwartungshaltung gehabt, unterrichte einfach weiter die Kinder. Niemand muss sich impfen lassen, aber auch ungeimpft muss man dann halt weiter unterrichten, weil es einfach eine übergeordnete Verpflichtung ist, die man als Lehrer eingeht. Ungeimpft unterrichten habe ich überhaupt kein Problem mit. Meine Maßgabe war nicht, sich impfen lassen, sondern die Kinder zu unterrichten und ihnen Schule zu ermöglichen. Das war das, worum es mir ging. Und das finde ich bis heute vollkommen richtig und ich finde es auch bis heute bitter, wie wenig das, auch wie auch in den Spätausläufern, ja, als die ganze Welt sich schon von diesem ganzen Paniknarrativ verabschiedet hatte, deutsche Lehrer diese Sache weiter durchgezogen haben. Natürlich nicht alle, aber sehr, sehr, sehr viele deutsche Lehrer die Sache weiter durchgezogen haben. Und sobald jemand genießt hat in der Klasse, gesagt hat, ja, können wir nicht wieder auf Distanz unterrichten und wie das aussieht. Die Allmanns wieder. Jedes Mal, wenn ich gerade ein Video raushaue zu dem Thema, dann kommen da immer so Kommentare, wie zum Beispiel dieser hier. Ich lese dir mal ganz kurz vor.
Ich habe Herrn Reichelt nur daran erinnert, dass er zu Beginn der Impfkampagne sehr vehement für die Impfung geworben hatte. Es hätte mich tatsächlich interessiert, weshalb er seine Meinung geändert hat. Ich habe zwei Dinge getan, zu denen ich bis heute total stehe. Erstens habe ich damals noch als Chefredakteur von Bild gesagt, wenn wir als viertreichste Industrienation der Welt uns entscheiden, zu impfen, Impfstoff zu produzieren, Impfungen zu ermöglichen, dann müssen wir darin besser sein als alle anderen und nicht wochenlang keinen Impfstoff haben. Ja? Vollkommen unabhängig, was man von der Impfung hält, war das mein Anspruch an Land und Regierung und weder die Bundesregierung noch die EU ist dem gerecht geworden. Es war einfach katastrophal, was sie da abgeliefert haben. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, das gestehe ich auch gerne ein und das sehe ich auch bis heute so, war, dass ich grundsätzlich beim Thema Impfung eher unterstützend bis pro bin. Ja, ich persönlich glaube auch an Impfungen für Kinder, an die Standardimpfungen und so weiter. Und ist ja auch was anderes als wie. Ist etwas anderes, aber es gibt ja auch grundsätzliche Impfskepsis und ich möchte um Gottes Willen nicht das Wort Skepsis irgendwie kriminalisieren. Ich finde es schrecklich, dass das geschehen ist, aber ich persönlich habe sie einfach nicht. Ja? Sondern meine Analyse damals war, aus der Situation heraus gibt es zwei Wege. Den einen hatte ich zu dem Zeitpunkt abgeschrieben, obwohl ich ihn befürwortet habe. Und das war der schwedische Weg. Durchlaufen lassen, vernünftig sein und die Menschen ihr Leben leben lassen. Ja? Das war das, was ich nahezu von Tag 1 an gesagt habe. Das habe ich immer für das sinnvolle Modell gehalten. Ich habe allerdings nicht mehr erkennen können, wie der Großteil der westlichen Welt sich zu diesem Weg durchringen kann. Wir müssen uns ja erinnern, in Deutschland war es zumindest so, die deutschen Talkshows haben in den Straßen erstickende Schweden quasi herbeigesehnt, um Recht zu behalten. Ja, sie haben jede noch so kleine Teil der schwedische Weg gescheitert, auch die Schweden geben zu. Im Nachhinein hatten sie einfach Recht und es war immer erkennbar, dass sie Recht haben würden. Aber es war klar, diese Kraft zur Umkehr, zur Einsicht, die war nicht da. Ich habe geglaubt, dass der einzige Weg heraus aus dem Wahnsinn der Maßnahmen ein funktionierender Impfstoff ist. Ich kann für mich sagen, dass ich mir Patex hätte spritzen lassen, wenn man mir gesagt hätte, damit endet vor allem der Maßnahmenirrsinn für unsere Kinder. Das war meine allerhöchste Priorität und auch das darf man nicht vergessen. Die Intonierung der Impfkampagne war, mit dem Impfen enden die Maßnahmen. Das war das Versprechen der Regierung. Da kann man sagen, Reichelt war vollkommen naiv. Dieses Versprechen habe ich zu dem Zeitpunkt in gewisser Weise geglaubt und auch für sozusagen eine vernünftige Abwägung gehalten. Deswegen habe ich grundsätzlich gesagt, gut, dass wir den Impfstoff haben, gut, dass es diese Wissenschaft, gut, dass es diese Forschung gibt. Ja. Und für mich persönlich ist die Entscheidung vollkommen klar. Ich mache alles, was die Chance hat, einen Ausweg aus dem Irrsinn dieser Maßnahmen zu finden. Ich bin auch davon ausgegangen, auch da kann man sagen, war ich naiv, dass die Statistiken, die man uns präsentiert hat, nahezu 100% Wirksamkeit, dass diese Statistiken stimmen und eine gewisse Zeit Bestand haben werden. Heute würde ich sagen, die haben weniger gestimmt, als ich das jemals für möglich gehalten hätte. Ja, was nur die Wirksamkeit angeht, ich will noch gar nicht über Nebenwirkungen reden, nur was die Wirksamkeit angeht, da hat nicht gestimmt, was uns erzählt worden ist. Und dann kann man natürlich sagen, ja, als Journalist war das ja deine Aufgabe, das härter zu hinterfragen, stimmt das mit der Wirksamkeit? Und den Punkt würde ich annehmen. Was ich niemals gemacht habe und worauf ich auch sehr stolz bin und immer stolz sein werde, dass ich es niemals gemacht habe, war jemals zu fordern, dass es eine Verpflichtung gibt, sich impfen zu lassen. Das ist etwas, was ich immer aus tiefstem Herzen abgelehnt habe und auch jede Gängelungsmaßnahme aus tiefstem Herzen abgelehnt habe. Und ich würde mal sagen, dass unter niemandes Verantwortung in den deutschen Medien in dieser Zeit so viele ultrakritische Geschichten erschienen sind, die die Gängelung von Menschen aufgezeigt und kritisiert haben. Und das wirkt heute so fast selbstverständlich, wenn die Ethikkommission auf einmal sagt, naja, wenn du nicht geimpft wirst, wirst du auch nicht mehr beatmet. Das hat niemand kritisiert.
Niemand hat diesen Irrsinn kritisiert. Da waren wir sowas von allein und es war brutal, so allein zu sein. Und es war nach außen brutal, es war nach innen brutal. Die allermeisten Menschen wollten einfach, haben geglaubt, dass antifreiheitliches Durchregieren der einzige Weg ist und jede Kritik daran todbringend. Das war brutal, so allein zu sein. Und ich glaube, da lagen wir damals als Marke richtig. Für mich war der entscheidende Punkt, zwinge ich Menschen dazu, entweder per Gesetz oder eigentlich noch schlimmer durch Ausgrenzung. Per Gesetz hätte ich fürchterlich gefunden, furchterregend gefunden, aber per Gesetz wäre ja einem demokratischen Prozess gefolgt. Dann hätte die Mehrheit im Parlament halt so entschieden. Dann hätten sie immer noch vorher gelogen, dann hätten sie uns immer noch getäuscht über diese Absicht, aber zumindest wäre es demokratisch entschieden worden. Hier ist es ja nicht demokratisch entschieden worden und man hat trotzdem versucht, es durchzusetzen mit Alternativmaßnahmen, die einfach furchterregend sind. Was meinst du tatsächlich, so eine Impfpflicht? Oder eine Impfpflicht, wenn sie zustande gekommen wäre, was sie glücklicherweise nicht ist, wäre ja demokratisch zustande gekommen. Aber bei so einem moralisch hoch aufgeladenen Thema doch auch schwierig, oder? Natürlich, ich hätte es grauenvoll gefunden. Ich hätte es grauenvoll gefunden. Aber eine durch Mehrheit zustande gekommene, per Gesetz verabschiedete Impfpflicht hätte ich in meinem Innersten moralisch erträglicher gefunden, als wir scheitern mit der Impfpflicht und wir wollen es aber trotzdem und dann schüchtern wir die Menschen ein, wir treiben sie aus ihren Arbeitsplätzen, wir spalten Familien, wir machen ihnen das Leben zur Hölle. Da hat man halt gesehen, dass Menschen gesagt haben, okay, wenn wir es demokratisch nicht können, wir können es trotzdem. Und vor allem, sie retten sich am Ende immer mit dem Argument, es gab ja keine Impfpflicht. Genau. Und vergessen, und da sind wir wieder beim Thema Leugnung, die Menschen, die erst gesagt haben, es wird niemals eine Impfpflicht geben, das ist eine Verschwörungstheorie, und dann die Impfpflicht uns bringen wollten, tun ja heute so, als hätte es das niemals gegeben. Es war die größte Täuschung und der größte Wortbruch in der demokratischen Geschichte dieses Landes. An dem sensibelsten Punkt, was muss ich mir vom Staat in meinen Körper spritzen lassen. Sind die Menschen naiv gewesen, die sich das einfach, die quasi dieses Grundvertrauen erstmal vorausgeschickt haben, weil sie wollten, dass das Ganze jetzt endlich mal vorbei ist? Oder waren die Regierenden oder wer auch immer da in der Verantwortung ist, grob fahrlässig mit diesem Impfstoff? Also grob fahrlässig muss man im Nachhinein sagen, auf jeden Fall, wenn eine Regierung sagt, der ist nebenwirkungsfrei und am Ende hat er zumindest in einem gewissen Panel schwere bis tödliche Nebenwirkungen, dann muss man von grob fahrlässig sprechen. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Bei naiv wäre ich zurückhaltender, denn wir hatten es ja nicht mit dem ersten Impfstoff zu tun. Wir hatten es mit dem ersten Impfstoff dieser Art zu tun, aber was mRNA ist, das war ja kein Massen, das hat ja niemand sich jemals vorher damit beschäftigt. Grundsätzlich, und das empfinde ich tatsächlich als Stärke unserer Gesellschaft, haben wir beim Thema Impfstoffe, Medikamente ein hohes Level an Verlässlichkeit. Mhm. Ja? Unsere Kinder sterben nicht so früh wie in anderen Teilen dieser Welt, weil wir beim Thema medizinische Versorgung, Impfung und Medikamentierung, Antibiotika eine extrem hohe Verlässlichkeit haben. Und das ist ein Fortschritt. Und bei aller Kritik an dem Impfstoff und an dem Verfahren und an den Lügen, die uns erzählt worden ist, darf man, glaube ich, nicht in die Falle tappen zu sagen, alles Verbrecher, alles Lügner, ja, die Pharmaindustrie macht uns alle und so weiter und so fort. Unsere Kinder leben deutlich länger als in Afghanistan, weil sie über zum Beispiel Impfungen und medizinische, das ist meine Beobachtung, meine Lebenserfahrung und meine Überzeugung. Und wenn mir etwas von höchster Ebene unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens, ja, überbracht wird und man sagt, das ist ein Impfstoff und so weiter, dann ist es ja erstmal nicht falsch, selbst als Journalist nicht falsch, grundsätzlich zu sagen, okay, wir geben jetzt mal den grundsätzlich glauben wir erstmal, dass diese Menschen aufrichtige Motive haben, ihren Job gut machen und so weiter. Ja, und das haben ja auch weiter viele. Das würde ich auch grundsätzlich nicht anzweifeln. Ich glaube, es gibt einen ganz interessanten Punkt, der das zeigt und demonstriert,
was einen selbst als Journalist überwältigen kann und ein Phänomen zeigt, dem man selbst als sehr kritischer, sehr skeptischer Journalist nicht gewachsen ist. Wir alle Menschen, die in diesem Land und in westlichen Gesellschaften groß geworden sind, verbinden mit dem Wort Impfung eine innere Definition. Und die heißt, kriege ich nicht. Wenn ich geimpft bin, kriege ich das nicht. Das ist das, was Millionen und Milliarden Menschen in der freien westlichen Welt als Definition von Impfstoff nennen würden. Diese Definition trifft ja offenkundig auf das, was dort verabreicht worden ist, nicht zu. Ich krieg's, ich kann es weitergeben. Wir sind groß, wir sind erzogen worden mit kriege ich nicht, kann ich nicht weitergeben. Und bei diesem Impfstoff kriege ich es und kann es auch weitergeben. Und uns wird aber trotzdem erzählt, es tut mir leid, nach landläufiger Definition ist das gar kein Impfstoff, sondern es ist irgendwas anderes. Ich bin auch nicht Experte genug, um beurteilen zu können, was es denn ist. Ja? Aber nach dem populären Empfinden, mit dem wir alle groß, was uns beim Arzt, beim Onkel Doktor, beim Kinderarzt schon erzählt worden ist, ist etwas, wenn ich es trotzdem kriege und trotzdem weitergehen kann, einfach kein Impfstoff. Ja? Und ich glaube, das zeigt ein bisschen, dass das, was uns dort gesagt worden ist, so weit entfernt war von dem, was es dann am Ende war, dass es im Nachhinein, muss man sagen, noch mehr Hinterfragen gebraucht hätte. Aber ich glaube, es ist einfach unrealistisch zu glauben, dass man so hart, das, was dort passiert ist, hätte sich einfach keiner vorstellen können. Es hätte sich einfach, das überstieg eine gewisse selbst skeptische, selbst sehr kritische Vorstellungskraft. Wenn die Leute wirklich Angst haben, Angst um ihr Leben, so, dann sind die auch nicht mehr in dieser krassen Eigenverantwortung drin, würde die wirklich was recherchieren oder hinterfragen. Selbst recherchieren ist ja auch in einer frühen Phase der Pandemie schon als Schwurbelei, Verschwörungstheorie, im Internet selber zusammengesucht, ja. Ja, also das sich selber informieren, das mündige sich selber informieren, ist ja fast intuitiv in einer frühen Phase der Pandemie von weiten Teilen der Politik und weiten Teilen der Medien geframed worden als gesellschaftlich nicht erwünschtes Verhalten und auch dort mit den üblichen Mechanismen, ne, wenn dein Onkel erzählt, dass er sich selber informiert hat, dann sei besser vorsichtig, denn er hängt offenbar Verschwörungserzählungen an und so weiter und so fort. Und alternative Informationen wurden ja auch einfach zensiert. Alternative Informationen wurden erstmal alternative Informationen genannt und geframed, denn oft waren es die Quellen, oft waren es die Rohinformationen. Ja, das Lesen von Rohdaten wurde als alternative Information erstmal geframed und dann gebannt und verboten. Wie kann es sein, dass wenn ich Rohdaten lese und sage, in den Rohdaten steht etwas anderes, als ihr mir erzählt, dass das dann als alternative Information gilt, obwohl das, was mir erzählt wird, eine alternative Version dieser Rohdaten ist? Das war eine Fehleinschätzung von mir. Die hätte ich mir auch nicht vorstellen können, dass es sich so entwickeln würde, die ich aber für den ganz entscheidenden und zentralen Punkt bei dieser Herangehensweise an die Frage, muss man sich impfen lassen, darf der Staat jemanden zwingen, sich impfen zu lassen, die ich den ganz zentralen Punkt halte. Wenn man sich anschaut, wünschen sich heute mehr Geimpfte, dass sie sich niemals hätten impfen lassen, oder wünschen sich mehr Ungeimpfte, dass sie sich hätten impfen lassen? Ich kenne die Antwort. Dann ist die Antwort ganz eindeutig und damit das Urteil der Geschichte. Viel mehr Geimpfte wünschen sich, sie hätten sich nicht impfen lassen. Ich kenne keinen Ungeimpften, der sagen würde, hätte ich mich mal bloß impfen lassen. Ich kenne keinen einzigen. Ich kenne unzählige und ich glaube, wir alle kennen unzählige. Und das würde ich dann tatsächlich als eine Art Urteil der Geschichte gelten lassen. Und das, muss ich sagen, hätte ich mir nicht vorstellen können. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass bei allem, was man uns erst über den Impfstoff erzählt hat, eine Entwicklung eintritt, die am Ende zu einer, und das ist es de facto, Massenbewegung oder Massenemotion von Menschen wird, die sagen, hätte ich mich mal bloß nicht impfen lassen. Ich würde sagen, ich würde es heute sagen. Du würdest dich heute nicht mehr mit dem Corona-Impfstoff impfen lassen. Ich würde es heute sagen,
hätte ich es mal nicht gemacht. Wie gesagt, ich habe es damals gemacht aus einem übergeordneten Grund. Die Kinder sollen wieder ein normales Leben haben. Der zweite Grund, auch das muss man sagen, es wäre gesellschaftlich vermutlich nicht möglich gewesen, dass man sich in meinem Job, in meiner Rolle nicht impfen lässt. Das Gefühl, muss ich sagen, war auch damals durchaus vorhanden, dass, einen das hätte alles kosten können. Aber wie gesagt, das war nicht der übergeordnete Grund. Aber im Nachhinein würde ich auch sagen, dreimal etwas, von dem man offenkundig nicht wusste, worum es sich handelt. Wie dramatisch das ist, vermag ich nicht zu urteilen. Aber offenkundig wusste man erst nicht, worum es sich da wirklich handelt. Würde ich heute sagen, war eine Fehlentscheidung. Risikoabwägung, meinst du? War gesundheitsmäßig eine Fehlentscheidung. Gesellschaftlich, politisch, das ist der einzige Ausweg, ja, weil die Regierung nun mal entschlossen ist, das zu tun, was sie da tut, war es keine Fehlentscheidung. Aber unter Gesundheitsgesichtspunkten, also Körpergesichtspunkten... My body, my choice, war in der Zeit auch nicht viel mit anzufangen, auf jeden Fall. Jedenfalls, wenn es nach der Antifa geht. Ich habe ihn nicht geschrieben, das war ein großartiger Kollege, aber ich habe ihn vollumfänglich verantwortet. Und der Artikel war mir aus zwei sehr einfachen Gründen überragend wichtig. Erstens, weil er stimmte, und heute wissen wir, dass er Wort für Wort, Komma für Komma stimmte. Drostens Studie über Schulkinder, über Kinder, über die Infektiosität sozusagen von Kindern war falsch. Und zweitens habe ich die Enthüllung, dass diese Studie falsch ist, die so dramatische Auswirkungen hatte, für einen möglichen Wendepunkt gehalten. Ich habe geglaubt, wenn das rauskommt, dass er sich verrechnet hat, und das war das, was sein eigenes Team uns bestätigt hat, wir haben uns verrechnet, wir machen die Arbeit neu, das waren die Worte damals, die uns der Statistiker von Christian Drosten gesagt hat, wenn das rauskommt, dann wird sich die Pandemiepolitik, die Corona-Politik an einem ganz entscheidenden Punkt, nämlich Umgang mit Kindern, soziale Isolation von Kindern, Schulschließung ändern. Davon war ich tatsächlich überzeugt. Das war eine fulminante Fehleinschätzung. Denn obwohl Christian Drosten wusste, dass seine Studie falsch war, obwohl er sie später nochmal gemacht hat, obwohl, wenn man sie richtig gerechnet hätte, das Gegenteil von dem rausgekommen wäre, was rausgekommen ist, hat er in dem Moment dieser selbstgewählten Mediengleichschaltung tatsächlich die Hoheit über diese Geschichte gewonnen. Und innerhalb von Stunden war das Narrativ Heilsbringer Drosten, Teufel Reichelt, der den Drosten von der Arbeit hält, was vermutlich zu noch mehr Pandemietoten fühlen wird. Außerdem hatte der Drosten viel zu wenig Zeit, auf die Anfrage zu antworten und so weiter. Und das, was im Kern stand und was heute alle sehen, ja, und alle anerkannt haben, dass diese Studie einfach falsch war, das war auf einmal innerhalb von Stunden verschwunden. Was ich damals erlebt habe, ist tatsächlich, und das war hoch unangenehm und es war brutal, das durchzustehen, was passiert, wenn sich in einer massenhaften Angstsituation, einer Massenpsychose, ein System aus ein System der Macht, aus Politik und Medien gegen einwendet. Es ist vollkommen egal, ob man dann die Fakten auf seiner Seite hat. Es ist vollkommen egal, ob man sogar bestätigt bekommen hat von diesen Leuten, ja, diese Studie ist falsch, es zermalmt einen. Es zermalmt einen und es war auch das Ziel und die Absicht, uns damals in dem Moment zu zermalmen, weil diese Veröffentlichung zu viel teilweise fanatisches Zeug, was in den Wochen zuvor geredet worden war, und da reden wir, wie gesagt, über Mai, ja, also über den dritten, vierten Monat der Pandemie, zu viel in Frage gestellt hätte. Schon zu diesem frühen Zeitpunkt waren sehr viele Politiker und sehr viele Journalisten nicht bereit zu sagen, okay, wir müssen umkehren. Diese Bereitschaft gab es nicht, sondern es wurde
auf einmal erzählt, als persönlicher Angriff auf Christian Drosten. Ich kannte Christian und ich wusste gar nicht genau, wer. Mir war das auch vollkommen wurscht, wer Christian Drosten war. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es schon viele große Drosten-Verehrer. Viele Journalisten wussten schon, wer Drosten ist und waren ihm vollkommen verfallen. Ich hatte nicht mal eine genaue Vorstellung davon, wer der Mann ist, sondern mir war klar, er spielt eine wichtige Rolle. Mir war klar, Angela Merkel verlässt sich auf ihn. Mir war klar, er hatte eine Studie vorgelegt, die dazu geführt hatte, dass man Schulen nicht wieder geöffnet hat. Und mir war klar, diese Studie ist falsch. Und mir war klar, das ist eine überragende, das ist eine historisch wichtige Geschichte. Aber dieser Machtapparat aus Politik und Medien hat in dem Moment entschieden, diese Geschichte zu zertrümmern, diese Wahrheit, diese Fakten zu zertrümmern und die Personen, die es gewagt hatten, das zu berichten und im öffentlichen Narrativ der Besessenheit davon, alles dicht zu machen, zu widersprechen, auch zu zertrümmern. Wie steht es um unseren Journalismus? Weil man könnte ja eigentlich meinen, dass genau das die Aufgabe ist, von guter journalistischer Arbeit sowas zu hinterfragen, gerade wenn es so eine hochbrisante Situation ist. Ich sehe das auch bis heute als die Aufgabe von Journalismus und ich war bis zu diesem Tag der Meinung, dass der Journalismus in seiner pauschalisierten Gesamtheit das genauso sehen würde. Und an dem Tag habe ich erfahren und erfahren müssen und in den Wochen und Monaten danach, dass das nicht der Fall ist, sondern dass der Journalismus sich selber zum Propagandaknüppel erstens der Regierung, aber auch der eigenen Ansichten gemacht hat. Ja? Ich glaube, dieses intrinsische Motiv darf man dabei nicht unterschätzen, dass Journalisten ja selber schon sich zum Teil der alles schließen, Menschen isolieren, Ideologie gemacht hatten und von dieser Ideologie keinen Ausweg mehr gesehen haben, sondern diese Ideologie bis zum allerletzten verteidigt haben. Und das muss ich tatsächlich sagen, kann man niemandem wünschen, das jemals abzubekommen. Ich halte es für, ich würde es immer wieder genauso machen, aber zu spüren, dass ein tatsächlich, man muss es System nennen, ein politisch-mediales System sozusagen zur Vernichtung bereit ist, sobald es hinterfragt wird, war erstens persönlich höchst unangenehm, aber darüber hinaus hat es mich auch nachhaltig erschüttert in meiner Sicht auf dieses Land und in mein Bild von diesem Staat, weil ich das, was da dann auf einmal losbrach, niemals für möglich gehalten hätte. Also diese direkte Verbindung kann ich natürlich nicht herstellen, aber ich bin absolut überzeugt davon und ich glaube, es ist auch relativ leicht, das nachzulesen und nachzuvollziehen, dass meine sehr exponierte und sehr kritische Rolle in der Pandemie zu einem blindwütigen Hass bei den Verehrern und Fanatikern der Corona-Politik mir gegenüber geführt hat. Diese Leute haben mich für den lebensgefährlichen Teufel und Gegenpart und Widersacher von ihrem heiligen Christian Drosten und ihren 3, 4, 5 heiligen Pandemie-Maßnahmen-Fanatikern gehalten und waren der tiefen Überzeugung, dass dieses Land ein besseres Land ist, wenn ich mit allen Mitteln weg bin. Ausgelöscht, getilgt, mundtot, zum Schweigen gebracht, keine Rolle mehr spielen kann in diesem Diskurs. Das war ihre tiefe Überzeugung. Sie haben geglaubt, dass ihre Position so richtig ist und wir wissen heute, sie war historisch falsch, dass sie die heilige Pflicht haben, alles auszulöschen, was in maßgeblicher Form an maßgeblicher Stelle widerspricht. Das ist der Blick, der sich durch spezifisch diese Geschichte, die Corona-Berichterstattung insgesamt, aber spezifisch diese Geschichte in einem Milieu, das man auch gar nicht links nennen kann, sondern es ist halt ein Milieu, das einfach regierungsergeben ist. In der Tendenz links-grün regierungsergeben. Ja, und dazu gehören weite Teile der öffentlich-rechtlichen Medien, große, mächtige Marken in den privaten Medien. Und dieses Milieu, dieses Establishment ist zu dem Schluss gekommen, der muss weg. Und es ist überlebenswichtig für das, was wir denken, das, was wir sagen wollen,
dass dieser Widerspruch ein Ende findet. Und in diesen Furor voller Falschbehauptungen, voller wirklich ekelhaften Propagandamechanismen haben sich diese Leute da hineingesteigert, und das war natürlich und ist bis heute die Grundlage für sehr viel Berichterstattung über mich. Aber was diese Leute nicht haben, ist das, was ich am Ende habe, nämlich die tiefe innere Gewissheit, bei diesem Irrsinn nicht mitgemacht zu haben, egal wie brutal und wie zermürbend und wie zersetzend, das ist an der Stelle wirklich das richtige Wort, dieser Druck am Ende da auf mich gewirkt hat. Diesem Druck habe ich mich einfach nicht gebeugt, und es war spürbar von innen wie außen in dieser Zeit bei Bild spürbar, dass ich mich problemlos zum beliebtesten Boulevardchefredakteur in der Geschichte dieses Landes hätte machen können, indem ich dem Merkel-Lager, indem ich dieser Form von Nicht-Berichterstattung, Propaganda einfach nachgegeben und mich zum Teil davon gemacht hätte. Es wäre ein sicherer Weg gewesen in die Herzen des eigentlich boulevardkritischen Berliner Establishments. Und ich erzähle das, weil ich schon mal, weil es öffentlich bekannt ist. Ich hatte schriftliche Weisung von Friede Springer, unterstützend für die Regierung zu berichten. Und zwar in den allerersten Wochen der Pandemie. Und ich wusste in dem Moment eigentlich, ich hatte in dem Moment schon sozusagen die Ahnung, weil ich, glaube ich, ein Sensorium habe für die Mechanismen von Groupthink und Propaganda, dass das nicht meine Rolle sein sollte, sein kann und sein wird. Und ich wusste, dass das, wozu ich entschlossen war, nämlich Journalismus und hinterfragen und skeptisch sein, auch wenn das Wort skeptisch kriminalisiert war, dass das und diese schriftliche Weisung Merkel unterstützen, kollidieren würden, schrecklich kollidieren würden an irgendeinem Punkt. Und ja, ich glaube, das ist zumindest ein wesentlicher Teil der Geschichte, dass das dann irgendwann geschehen ist. Vor dem Hintergrund all dessen abschließend, willst du rehabilitiert werden? Ich habe nicht das Bedürfnis, dass irgendwer mich rehabilitiert. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich rehabilitiert werden müsste. Ich glaube, das ist, auch wenn es unter Schmerzen und Strapazen geschieht, eigentlich in einem Journalistenleben der beste Satz, den man sagen kann: ich habe nicht mitgemacht. Und es gibt ja diesen Satz, möge das ganze Land mit dem Finger auf sie zeigen. Für mich von allen Sätzen, die in der Pandemie gesprochen wurden, der schlimmste. Und ich bin zutiefst stolz, dass ich so einen Satz niemals gesagt und niemals verantwortet habe. Insofern, ob mich jemand rehabilitiert, kann mir egal sein. Mein stolzester Satz ist, ich habe da nicht mitgemacht.